Ich bin einfach nur mega genervt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kriege dieses scheiß Video nicht zusammen und es ist schon um 12. Schönen guten Morgen, es ist 10:30. Wir fahren dann gleich los zurück zum Restaurant. Wieder mal 5 Stunden im Auto verbringen, genau wie Freitag und gestern auch. Das ist aber okay, weil ich bin so müde noch. Chip hat mich gerade aufgeweckt. Ich war gestern wach bis um 2 oder so, weil ich das Video von gestern noch geschnitten habe und dann noch einen Film angefangen habe und alles. Jetzt bin ich echt müde. Ich werde jetzt vielleicht noch eine Runde auf einem Schneemobil drehen, weil der Mann von Chips Schwester ist ein großer Schneemobil-Fan. Und deswegen werde ich es definitiv jetzt mal ausprobieren und das ist richtig, richtig cool, mein erstes Mal auf einem Schneemobil. Ich hoffe, ich kann ein bisschen filmen oder Chip kann ein bisschen filmen, dass ihr das auch seht. Ich habe gerade schon gefrühstückt, dann habe ich Chips Schwester gezeigt, wie man Snapchat benutzt. Jetzt bin ich so gut wie fertig und Abfahrt bereit. Einfach zu doll auf den, was ist der Name dafür, wenn du zu doll auf das Gas trittst, sag ich mal, und du trittst nicht drauf, du drückst wie einen Knopf, geht das Ding so schnell durch die Wälder und ich bin nicht auf irgendwelchen Wegen gefahren, sondern einfach straight durch den Wald. Ich bin bestimmt 3-mal an irgendeinem Baum hängen geblieben, aber es ist trotzdem eine Menge, Menge Spaß und, die haben hier, glaube ich, 4 oder 5 von diesen Snowmobilen. Es ist einfach so lustig, weil das ist wie eine richtige Snowmobil-Kultur hier und Leute fahren damit, ich weiß nicht, 120 Sachen durch irgendwelche Wälder mit diesen Dingern und die sind einfach so schwer und ich kann mir richtig vorstellen, wie gefährlich das ist, weil manche Leute machen dann wie riesige Sprünge und Flips und irgendwelche Überschläge mit 200 Kilo Snowmobilen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn es auf dir drauf landet. Das muss so wehtun, du kannst dich da wirklich krass verletzen. Ich hatte schon Respekt einfach nur davor, durch die Wälder zu fahren mit dem Ding, durch diese Bäume mich zu schlängeln, ohne dass ich noch 10-mal mehr hängen bleibe. Aber damit irgendwelche Flips machen und so, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind jetzt fast ready, loszumachen. Ich muss hier noch meine Sachen zusammenpacken, den letzten Rest, und dann machen wir, glaube ich, schon bald los. Wie gesagt, fahren dann wieder 5 Stunden zurück. Es ist so warm draußen, ohne Witz. Ich kann einfach mit T-Shirt rumlaufen und ich fange schon an zu schwitzen, weil es ist einfach... Es ist warm. Ich tanke hier mein Vitamin D auf, einfach durch diese ganzen Sonnenstrahlen. Und ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, meine lieben Freunde. Okay, wir sind jetzt los. Aber wir werden erstmal mit Subway starten und was essen holen. Can I have a 6-inch chicken teriyaki? Italian herbs. Thank you very much. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, nach ungefähr 5 Stunden Fahrt oder 4 Stunden Fahrt, ich weiß gar nicht genau. Es ist nicht anstrengend, aber man fühlt sich irgendwie so eingequetscht dort in diesem Auto, wenn du 5 Stunden oder 4 Stunden, ich weiß nicht wie lange wir fahren, einfach dort rumsitzt. Und deswegen bin ich echt froh, zu Hause zu sein. Ich werde heute nicht mehr viel machen, ich bin echt müde vom Autofahren, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aber es ist so. Und ja, mal schauen, ich werde wahrscheinlich einfach ins Bett gehen und ein bisschen TV schauen. Das ist dann eigentlich alles. Ich muss meine Sachen noch auspacken von dem Trip to Michigan. Es ist schon um 10 oder so. Der Tag war wieder so langweilig eigentlich, weil wir die ganze Zeit nur im Auto saßen und nichts gemacht haben. Aber naja, so ist es nun mal. Ich glaube, morgen treffe ich mich mit ein paar Freunden zum Frühstücken und dann mal schauen, was ich machen werde. Weil morgen ist Montag und ich habe nichts zu tun. Und deswegen muss mir etwas einfallen lassen. Vielleicht nehme ich das Kajak nochmal auf den See, das wäre ganz cool. Lass mal schauen, wie das Wetter wird. Und sonst, außer dieser mega langen Autofahrt, war der Tag eigentlich echt cool. Das Schneemobilfahren hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich Bock. Deswegen bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Aber sonst war eigentlich nicht viel los, ne? Schaut euch mal
ein Bild an auf dem Pass. Die Haare einfach wie eine Wand hochgezogen. Ja, es ist jetzt 2:15. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Videoschneiden. Es kotzt mich so an. Ich habe jetzt einfach die Videos genommen von den Facebook-Messages, weil die anderen 5 Wege, wie ich es probiert habe, auf meinen Laptop zu bekommen haben, einfach nicht funktioniert. Ich habe es nicht hingekriegt. Oh Gott, das ist das erste Mal, dass ich wirklich keinen richtig guten Plan oder Weg hatte, wie ich die Videos in guter Qualität auf den Laptop kriege. Ich war wirklich so kurz vom Aufgeben gerade, einfach nichts zu machen und einfach schlafen zu legen. Aber ich wollte jetzt nicht aufgeben, ich wollte es einfach mal durchziehen. Und deswegen ist das Video wahrscheinlich das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Weil ich bin nicht zufrieden mit irgendwas in diesem Video. Und ich bin wirklich sehr dankbar für Leute, die sich das bis hier angeguckt haben. Das ist echt schön, dass ihr das ausgehalten habt. Ihr müsst überhaupt nicht erwarten, dass die Qualität so ist, wie sie gerade ist in diesem Video, weil sie das definitiv nicht bleiben wird. Und meine Kamera müsste eigentlich in den nächsten 3 Tagen kommen. Und dann wird hoffentlich alles besser. Oh Gott, ich bin gerade so sauer. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich nicht aufgegeben habe und das jetzt noch durchgezogen habe. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Hoffe, dass ihr gut schlaft oder dass ihr gut aufwacht. Bitte passt auf euch auf und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.